Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 185. Video. Heute wollte ich mal wieder einige Videos anfangen und die Reihe Klassiker des Lateinunterrichts etwas vervollständigen. Es geht, wie ihr seht, um einen Cäsartext, um eine ganz berühmte Stelle, um die Stelle, in der er die Rheinüberquerung seines Heeres beschreibt, inklusive der Vorbereitung und Durchführung. Dazu habe ich einmal 122 Wörter, ja, so etwa zweistündige Lateinklausur herausgesucht. Das ist gleich der Anfang. Die Stelle ist äußerst beliebt und berühmt berüchtigt, weil da fast alles drinsteht, was Cäsar so zu bieten hat. Der Text mit der Überschrift steht hier. Brauche ich eigentlich nicht so zu sagen. Ich werde im Verlauf der nächsten Videos die Aufgaben, die ich hier angegeben habe, alle durcharbeiten, erklären, ausführlich erläutern. Ich lese das mal kurz vor, also nicht den Text, den muss ich sowieso nachher nochmal vorlesen, weil das so ein richtiger klassischer Latein-Cäsar-Text ist mit allen Grausamkeiten und so, gibt es die klassischen Texterschlagungsaufgaben. Erstmal die Vorbereitung, also das war jetzt wird es wieder wichtig, die Vorbereitung. Eine kolumetrische Schreibweise ist unerlässlich, eine Markierung möglichst vieler Verbformen pro Zeile durch Unterstreichen und eine Markierung leicht erkennbarer Nebensätze. Leicht erkennbar, wenn ich immer das Wort leicht erkennbar schreibe, dann heißt es immer im Zweifelsfalle bitte nicht. Das heißt, wer sich bei irgendeiner sogenannten leicht erkennbaren Aufgabe nicht sicher ist, lässt es sein, weil man sonst eher die Sache verhunzt, als sie gut macht. So, zweitens folgt die Grammatikerkennung bei Cäsar. Natürlich der Klassiker Ablativus Absolutus. Nichts ist bei Cäsar so schön aufgeführt wie diese berüchtigten Ablativi Absoluti. Ja, aber auch die anderen Partizipien, Partizip Perfekt Passiv, Partizip Präsens Aktiv und Partizipium Konjunktum, die Klamotten stehen da, bis man sie nicht mehr ertragen kann. Infinitivkonstruktionen, ACIs, in allen Grausamkeiten, ND-Formen natürlich, wer möchte, Gerundium und Gerundivum. Ich bitte alle Rechtschreibfehler wie immer zu entschuldigen und weil es mir gerade spontan einfällt, bedanke ich mich für die vielen Kommentare, die ihr mir schickt, für die vielen aufmunternden Worte, für die vielen Danksagungen. Ich freue mich riesig, wenn ich helfen konnte. Manche haben mich jahrelang im Abo, freudscher Versprecher. Aber auch bei denen, die mich nicht ins Abo nehmen, die mich trotzdem anklicken, denen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nähere mich der 200-Video-Grenze. Freue ich mich auch riesig drüber, dass das so erfolgreich war, ist. Indirekte Rede habe ich Videos drüber gedreht, über die ND-Form habe ich Videos gedreht, ACI, alle Partizipien gibt es Videos aus der Grammatik. Korrekte Bestimmung aller Verbformen und die Übersetzung dieser Verbformen grammatikalisch korrekt, da tritt natürlich spätestens da das Lexikon in Kraft. Und wie übersetzt man dann? Natürlich Satz für Satz, klar. Und in jedem Satz Zeile für Zeile, immer beginnend mit dem Verb. Und vorher sind natürlich die unbekannten Vokabeln und die grammatischen und die korrekten grammatikalischen Formen nachzuschlagen. So. B. Wer in A eine eher wörtliche Übersetzung gewählt hat, kann nun eine freie Zeitübersetzung. Zweite Übersetzung, Interpretation anfertigen. Zusätzlich aufgefallene grammatikalische Besonderheiten, da komme ich später noch zu. Ja, das war es erstmal mit den Aufgaben. Jetzt geht's los. Ich mache jetzt gleich Teil A. Kolumnistische Schreibweise. Ihr wisst, nach jedem Satzzeichen eine neue Zeile. Wenn ein Punkt kommt, aber ein Semikolon, macht man zwei Zeilenumbrüche, weil da im Prinzip doch der Satz zu Ende ist. Germanico bello confecto multisecoris statuzibirenum transiundum. Mein lieber Herbert, quarum illa fuit justissima quod? Ja, ihr seht jetzt so eine Parenthese mit Komma, die, Huh!
Die lassen wir so stehen. Da mache ich jetzt nichts, denn das gehört offenbar dazu. Ach du Liebe. Ihr seht, dass ich jetzt schon diesem. Der Text ist klasse, wirklich super toll. Ja. Dem nehme ich jetzt schon die Gefährlichkeit oder die Abschreckung. Oder ich habe da keine Lust mehr, indem ich das so wunderbar zerlege. Wo ist er? Postfunktion, Konjunktion. Antikus, Nuntius, Misisset, Gipsulan, Eos, Gisir, Intonisset, Sivi, Denerent, Responderent, Doppelpunkt, oh. Semikolon, Gemma, Equum, es ist die Maret, Komma, Kur, weiß ich auch nicht, Postularet. Ja, ihr seht, ich kriege immer wieder Anfragen und sage, boah, das Abschreiben, nee, das ist mir so viel. Ich mache da lieber Striche. Ich habe das, glaube ich, schon mal vorgemacht. Wenn ich jetzt anstelle dieses Abschreibens Striche machen würde, wir können das ja mal, der Text sieht grauenvoll aus und man kriegt da nichts in die Zeile. Ich sage immer, wenn man den Text nimmt, egal ob man 1 oder 2 Stunden und sofort anfängt, konzentriert abzuschreiben, dann braucht man höchstens 10 Minuten dafür. Und die 10 Minuten, um so einen super tollen Text hier zu haben, mit dem man so schön arbeiten kann, die sind wirklich total auch von der Psychologie her gut investiert. So, jetzt habe ich genug gelabert. Was muss ich denn jetzt machen? Möglichst viele Verbformen durch Unterstreichung. Im Zweifelsfalle nie. Multistick causus statuit. Ach, und unterstreichen wollte ich. Transeundum. Und ihr seht, davor steht ein esse und links davor steht ein esse. Nee, da steht ein renum. Dann guckt man bei esse, bei den Hilfsverben immer so ein bisschen nach links oder rechts. Klar, dass dieses esse transeundum dazugehört. Dann haben wir in der nächsten Zeile, erkenne ich das fuit. In der nächsten Zeile, videret. Venirent. Timere. Voluit. Intellegerent. Man atmet natürlich auf. Et posse, indem man sagt, ich kenne das, ich kann das, ich sehe da eine Struktur drin. Transire. Und ihr seht auch hier unten die super tollen Konnektoren. Da komme ich auch noch drauf. Die vielen Infinitive, die da stehen. Und dann hat man schon ganz viel gefunden. Infinitivkonstruktionen, Verben. Und dann nur muss man jetzt vor Freude den Weg, den man hat. Quod illa usipetum et tec. Ach du lieber Himmel, denkt man sich, wer ist das denn? Ich habe extra keine Eigennamen angegeben. Commemoravi. Predandi, ND, frumentandique, ND, du lieber Himmel, causa transisse, Infinitiv, neque interfuisse, Infinitiv, wo sind wir, posfunctionem, Infinitiv, recuperat, conjunxerat, supra, super toll. Ad quosquam Caesar nuntius misisset. Allein hier, ja, wie toll das ist, wenn man hier das so sieht und kann jeder übersetzen. Also ich kann da ja gar keine, es sei denn, jemand sagt, ich will das nicht übersetzen können. Gut, was auch noch. Dederent, Responderent, super, super. Da freut man sich, dass der Lehrer, die Lehrerin so einen schönen Text rausgesucht hat und man die Möglichkeit hat, hier eine lockere 2 zu schreiben. Invito Germanus in Galliam transire. Kennen wir. Nun equum esse est simaret. Cusi esse. Jetzt gucke ich wieder nach links oder rechts. Quicquam esse ist irgendwie doof. Esse imperii. Nee, das ist nicht so gut. Also lassen wir, da scheint tatsächlich das esse einmal alleine zu stehen. Und postularit. Ihr seht, jetzt bin ich fertig. Ihr seht,
Das ist, man kann das schon gar nicht mehr falsch übersetzen, wenn man das so schön strukturiert hat. Vielleicht hat der eine oder andere aufgeschrien und gesagt, ach, vergessen, und ich habe jetzt bewusst nicht genau hingeguckt und einige Verben, da bin ich einfach so drüber geflogen und denke ich mir, wie ein Schüler, der sieht das eben nicht beim ersten Mal. Und das ist aber nicht schlimm, da kommen wir beim nächsten Mal noch. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Kolometrische Schreibweise und möglichst viele Verben. Und in der nächsten gucken wir dann etwas genauer hin. Vielleicht finden wir da noch ein Verb, mache ich Aufgabe C. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir leicht erkennbare, ich weiß, ein Computer kann niemals genügend Leistung haben, dass wir leicht erkennbare Nebensätze erkennen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und bedanke mich sowieso bei euch allen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.